Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Part 7575. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen heute im ATS bei meinem Projekt Firmenaufbau. Jo, genau. Ja, ich habe mir gedacht, machen wir mal wieder ein ATS. Ist ja eh wieder länger nichts passiert. Mein Projekt Firmenaufbau ist ja auch noch im Aufbauen. Also da bin ich ja immer noch dabei mit meinem Freightliner hier. Genau, dann gehen wir mal kurz zurück. Ich habe hier den LKW. Genau, mit dem habe ich eh schon 13.300 Meilen zurückgelegt und so weiter mit dem Freightliner Agrosi. Genau, ja, einen Auftrag habe ich mir auch schon gesucht. Dann würde ich sagen, ab in den LKW. Na, jetzt da. Dann starten wir mal den LKW. Licht an, Handbremse lösen. Dann würde ich sagen, oh, Handbremse reingetan. Würde ich mal sagen, holen wir uns die Fracht ab. Wir sind hier in Reading und wir müssen dann rauf nach Oregon, glaube ich. Reading, nee, nach Newport müssen wir rauf, in Oregon, genau. Dann ab geht's, wir holen uns die Fracht jetzt ab. Ich hatte jetzt einfach mal wieder Lust auf ATS. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse deswegen. Aber muss auch mal wieder sein. Nicht nur den Farming Simulator. Neue Aber Route finden. bis eine neue Route. Ach so. Das Bitte wäre. machen Sie eine Kehrtwende. Ja, ich hab's gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich verkehrt gefahren bin. Biege nach rechts ab. Drehen wir da um. Kam schon wieder drin und kennt sich schon wieder nicht mehr aus. Genau. Eine zu früh abgebogen, wie es ausschaut. Ja, Hindernisse, gell? Wieder den Warnblinker raus. Wir müssen die nächste einfahren. Da beim Wollwort müssen wir rein. Bin ich halt eine zu früh rein. Macht ja auch nichts. Da steht auch schon mein Aufleger. Es müsste Käse sein. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich jetzt so eine kleine Geschichte mache hier. So Art Olli 1340 mäßig. Aber ich kann das irgendwie nicht. Ich habe die Zeit jetzt nicht so viel und er bringt dir schon super rüber. Genau. Dann koppeln wir mal an. Wir fahren los. Und dann geht's, würde ich sagen, ab. Hallo, schöne Frau. Ja, den Namen habt ihr mir immer noch nicht in die Kommentare geschrieben für die Dame. Ich habe schon einige mir jetzt ausgedacht, aber ich bin selber noch nicht ganz schlüssig. Ja, ich muss jetzt nach rechts, da kommt nichts. Junge Frau, da geht auch nichts, dann würde ich sagen, geh mal Gas. Wir haben jetzt 427 Meilen vor uns. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, lehnt euch Links zurück rechts und ab. genießt die Fahrt. Biege nach rechts ab. Ich wollte einfach mal wieder ganz normal. Ob man bemerkt, dass ich. Das war etwas flott. Ich muss mich ein bisschen besser hinsetzen. Die Pedale besser richten. Und dann jetzt passt es. Hey, ich bin gerade drin gelümmelt, also das darf ich nicht. Aber naja. Aber ihr wartet ja auf solche Sachen von mir, gell? Oh, was ist da drüben für ein Rückstau? Ach, auf eine Ausfahrt, okay. Wow. Da ist ja einiges los da drüben. Respekt. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 0:44.
Okay, eigentlich müsste es hier Nacht sein. Aber gut. So, ich muss jetzt hier rüber. Gut, passt. Dann würde ich sagen, tun wir mal ein Tempomat rein. Bitte links halten. Ah, machen wir 57 Meilen, 55 Dörfer, dann passt es. So, gehen wir mal in die Außenansicht. Wow. Ja, ich bin lange nicht mehr gefahren, man merkt es. Aber gebt euch das, richtig geil, oder? Die Teil 11 hat natürlich auch schon einiges gebracht, also richtig schön. Also ich fahre jetzt wieder ein bisschen ab und zu privat öfters, wenn ich kann. Aber es ist halt immer noch die Sache, die Zeit dazu finden. Genau, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich mal wieder mit euch. Muss auch mal wieder sein. Ihr wollt ja auch mal wieder abwechseln, aber auf meinem Kanal haben. Aber was soll ich euch gleich erzählen? Wir sitzen jetzt hier im LKW. Ich habe ja die Firma aufgebaut. Ja, leider durch die verschiedenen Updates und so weiter ist halt jetzt immer wieder das, die LKWs neu zu suchen, neu zu machen. Und das ist halt leider, das ist nicht hundertprozentig hingehauen, wie ich wollte. Aber ich werde es weiterhin versuchen. Wir müssen hier wieder rüber. Okay, da, er lässt uns rüber. Dankeschön. Oh, da vorne hat es einen Unfall gegeben, wie es ausschaut. Na, ich bin schon vorbei. Du lass bist aber schon vorbei, oder? Ja, supi, danke dir. Ja, ich muss auch sagen, die Grafik ist auch ganz anders jetzt mit der Direct 11. Also, ich muss sagen, Respekt. Ich bin auch froh, dass mein Rechner das doch schafft, jetzt so gut einigermaßen. Also von dem her ist er doch nicht so schlecht, was ich damals geholt habe, das Laptop. Und das merkt man auch. Also von dem her, er hat auch sein Geld gekostet. Okay, was wollt ihr jetzt mit mir machen? Hallo? Na, jetzt komme ich wieder nicht vorbei, weil da jemand kommt im Spiegel. Genau. Ja, was wollte ich jetzt sagen vorher? Mit den ganzen Mods suchen und so weiter. Ich habe jetzt für mich entschieden, ich werde mir nur noch die Mods holen, die ich möchte. Und auch fahre, weil ich jetzt nicht so viel Zeit oder investiere auch erziehe. Ich möchte einfach spielen und sparen, Spaß haben. Ja, sparen ja auch an Zeit, genau. Und ja, einfach bloß schauen, welche laufen und das Ganze und dann die werden genommen. Welche, die nicht mehr laufen, werden halt einfach runtergeschmissen. Genau. Außer ich möchte sie unbedingt wieder haben, dann suche ich natürlich danach. Aber das kommt halt auch immer dann auf meine Lust und Laune drauf an, was ich los mit dem Bus rein und den LKW. Ja, er fährt es nicht, ist selber schuld. Und ja, es ist halt das immer. Man muss suchen, man ist ständig dran, wieder den Mods zu erneuern. Und das war halt in der letzten Zeit oder ist halt etwas ermüdend geworden für mich, finde ich. Aber was soll's. Ich hoffe, dass dieser Freightliner hier richtig lange noch mitmacht. Weil ich fahre ihn richtig, richtig gerne. Das ist einer meiner Lieblings-LKWs hier, also von dem her. Genau. Boah, ich bin jetzt hier voll auf der Überholspur. Also, ja, okay. Ah, nicht schlecht. Aber gebt euch da hinten die Berge alles, das ist doch genial. Also ich fahre den ATS richtig gerne, immer noch. Wo ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr so oft drin war, oder nicht mehr lang drin war. Aber in der jetzt muss ich mal gucken, vielleicht habe ich wieder mehr Lust auch. Boah, der zieht aber durch hier, hä? Es ist schon heftig, gibt euch das, wie der da hochzieht im 18. Gang. Immer geradeaus. Mach ich, Mädel, danke dir. Ich sag ja, dem fahre ich total gern hier.
Und wenn, dann mache ich halt hier bloß ein, eventuell, falls es mit dem Firmenaufbau nicht mehr so hinhaut, habe ich gesagt, mache ich halt einfach hier ein Profil draus, dass ich ab und zu hier fahre und mit euch Spaß habe. Weil dann brauche ich auch nicht mehr auf die Firma so achten und das, und dann kann ich halt schauen, was habe ich an Geld und so weiter. Weil ich habe jetzt eh einen eigenen Trailer noch alles von dem her, und man muss gucken, dass ich dann auch wieder mit dem eigenen Trailer ein bisschen unterwegs bin, dass ich mal Geld verdiene. Auch für die Firma, vielleicht, dass ich mal noch einen zweiten Mann da oder dritten Mann dazu hole, aber da brauche ich erstmal den LKW dafür und so weiter. Aber da werde ich dann, wenn es ist, Originale nehmen, weil wenn irgendwas sein sollte, kann ich dann schneller umschwenken. Und die haben die originalen LKWs noch. Upsi, das war nicht gewollt. Ah, gebt euch den Sonnenuntergang. Wahnsinn, oder? Das ist doch ein Bild. Richtig schön. Oh, ich muss die Wegestation auf, anfahren. Ach, der auch, okay. Neu berechnen. Gut, sind scheinbar mehrere. Biege nach rechts ab. Ah, der fährt bloß über den Parkplatz, okay, oder auf dem Parkplatz. Ach, da wäre noch eine zweite. Neue Route finden. Dann fahren wir die zweite an. Das ist ja geil. Dann können wir da gleich vorbeifahren. Ja, schaffen wir nicht, aber da hinten parkt. Aber einen haben wir jetzt überholt. Das ist schon mal gut. Oh, da ist aber einiges los hier. Shit. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja gut, eigentlich haben wir es ja nicht von dem her. Ja, fahr halt los da vorne. Boah, wie viel sind denn das? 4, 3, 4, 5. Schauen wir mal. 2, 3, 4, 5, 6 sind vor mir. Jawohl, bis die rauskommen, das ist heftig. Das wird eine Zeit werden, uns hier zu warten. Oh Mann, ey. Ja, hat lass den auch noch rein hier. Ist beinahe geschäbert. Aber gibt euch dieses klare Bild hier an. Das war die Dreieck X. Uiuiui, die habe ich ja noch nie so genau angeschaut, junges Mädel. Ist ja auch eine richtig hübsche. Aber jetzt kommen da auch noch ganzen Autos dazu. Ja, Wahnsinn. Nee, ich weiß, normal ist zwar vor, aber ich muss ja auch mal weiterkommen. Ich habe auch meine Fahrzeiten. Ah, gib Gas, gib Gas, gib Gas, du kommst vielleicht noch voraus. Ah, schade, 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 schade. Hinbleiben. Aber jetzt gib Gas, gib Gas, gib Gas. Da kommt doch nichts. Oh je, gib grad Gas. Oh je, jetzt haben wir es natürlich die A-Karte gezogen. Oh, schauen wir mal, das ist doch auch ein schönes Bild mal hier, gell? Einfach mal Bilder machen hier. Ja, wieso fährt er denn nicht? Da wäre jetzt doch die ganze Zeit frei. Jetzt ist so schön frei. Hallo. Gib Gas da vorne. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm ja noch mit. Oh. Das schaffe ich, das schaffe ich. Ja, sorry. Dankeschön da hinten, ne? Aber hätte er bitte besser weggezogen am Anfang, wäre ich auch mitgekommen. Naja,
Müssen wir mal gucken, wie es ist. Und dann schauen wir weiter. Dann ziehen wir mal hoch. Und dann schauen wir mal, was geht der ab? Hey, das ist ja Wahnsinn. Gleich Blinker setzt, dass sie rüberkommen. Gebt euch das, wie der anzieht. Ist ja Wahnsinn, oder? Ich dürfte hier 65 fahren. Dann gehen wir mal da 65 hoch, oder? Gucken wir mal, 65 hoch und passt. Ja gut, ab und zu stoppt er mal, aber was soll's. Ich habe ja gesagt, ich bin froh, dass der Rechner das jetzt so gut mitmacht. Aber ab und zu hat er mal auch einen Ladebildschirm noch drin. Ich frage mich im anderen, geht diese Bremse? Bei hier geht die Bremse nicht. Ich frage mich, warum. Naja. Im anderen Profil, wo ich das ausprobiere alles mit und so, wo ich privat auch fahre, da geht die Motorbremse komischerweise und hier geht sie nicht. Na, fahr zu da vorne. Ich darf hier, oh, 60 darf ich fahren, Entschuldigung, mein Fehler. Aber ist ganz schön Verkehr jetzt für 1.33 Uhr. Genau, für 1.33 Uhr ist ganz schön Verkehr hier unterwegs noch. Und jetzt wird es auch plötzlich dunkel. Ja, es ist so schön, und dunkel ist gut dunkeln. Ja, jetzt fahren wir leider wieder ins Dunkle rein, tut mir leid. Aber müsste auch bald wieder hell werden. Ja, ich habe halt die Nacht gepachtet. Das ist immer bei mir so. Hubala. Das hätte, kommt man mal nicht mit. Muss ich mich langsamer bewegen. Dann geht's. Ich genieße es einfach, die Fahrt mit euch, und deswegen auch zwischendurch mal ein bisschen weniger reden, ein bisschen mehr reden, je nachdem wie mir gerade die Laune ist und wie ich gerade es auch reden will. Genau. Aber auch eine schöne Musik im Hintergrund teilweise, also von dem her, die Musik ist von YouTube. Oh, 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 oh. Junge, Junge, Junge. Das war knapp. Da haben wir Tempomat gemütlich drin. Und dann sowas, oder? Ja, muss ein bisschen runtergehen mit dem Tempomat, weil es ist doch kurvenreicher als gedacht. Nicht, dass wir dann plötzlich auf der Seite liegen. Das wollen wir ja nicht. Der fährt weg. Kann ich rüber? Kommt keiner. Sehr schön, da kann ich wieder rüber. Perfekt. Ja, ja. Dann gucken wir mal. Wir haben jetzt noch 215 Meilen vor uns.
wieder Gas geben. 65 dürfen wir wieder. Ich hatte es eigentlich mit dem Sprit da ist noch halb voll. Perfekt. Ich komme leider nicht rüber. Sorry, Junge. Aber... dafür bremst mich der jetzt aus. Aber links war einer. Die haben mich jetzt ausgebremst. Ja, jawohl. Das war aber jetzt extra. Und dann kommen wir nicht weg. Ja, Wahnsinn. Dem ziehe ich jetzt schon fast hinterher. Ja, meine Warnlampen habe ich gefunden. Oben die Gelblichter. Genau, diese hier. Ja, man sieht sie von hier. Ich hatte eine Mod vergessen. Deswegen ist es leider nicht gegangen. Oh, cool. Einfach mal hin und her springen, gell? Ohne zu Muskelkraftverluste. Die fahren teilweise schneller, teilweise langsamer, also die wissen auch nicht, was sie wollen. Ich kann hier fast auf der linken Spur bleiben, wenn das so ausschaut. Ne, ich fahr jetzt rüber. Ne, nicht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Sind wir so schön vorangekommen. Sind wir wirklich so schön vorangekommen. Ihr habt doch gerade Feuer gewogen, Jungs, Mädels. Hallo. Ja, danke schön. Tschüss. Oh, oh, die da vorne haben schon rausgezogen, Schatzi. Der war scheinbar entweder ein bisschen zu schwer, oder er wollte nicht reinfahren. Jetzt haben wir die Gans, was wir schon überholt haben, wieder vor uns. Aber ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, jawohl. Von draußen. Ist hier erlaubt, dann gehen wir auf 55 runter. Oh, hier ist eine Baustelle oder sowas. Ah, da vorne kommt eine ganz gemeine Kurve, wie es ausschaut, deswegen. Und 22:55 haben wir jetzt. Achso, ich habe, das ist ja die Uhrzeit, wo wir ankommen. Oh, weia, das habe ich total verwechselt. Da sieht man mal, wie lange ich nicht beim oder wie ich im ETS oder ATS nicht mal unterwegs bin. Und immer so viel. Muss man mit der Retarder runterbremsen, weil links neben mir ist einer und vor mir ist jemand. Jetzt dürfen wir wieder 60 fahren. Ja, da haben wir noch 150 Meilen. Genau. Und dann ist das ein schönes Video. Ich werde jetzt kürzere Videos machen. Je nachdem auch, wie es mir ist von der Zeit her. Und ja, ist auch besser für euch, glaube ich. Und ich kann auch immer schneller wieder Video machen. Zwischen rein eins mal machen von dem her. Rüber, dass er rauskommt. Außerdem bremsen die mich dann nicht aus, weil der auch nicht vorankommt hier.
der Motor ist schon schön. Mir gefällt der Sound. Ja, ich fahre auf der Coast to Coast, auf der Canadian Dream und am Viva Mexico. Und das merkt man halt dann auch schon. Ich glaube, ich habe die Jazzy Cat Swats doch mit drin. Und eine realistisch bessere, mehr Drevig. Also von dem her. Genau. Ja, 112 Meilen noch. Aber haben wir es schon wieder geschafft für heute. Oh, was ist denn für... Oh, du willst mir aber jetzt nicht ausbremsen da, oder? Aha, der will abbiegen, deswegen. Und 55 Meilen sind auch. Hast du mal Glück gehabt davon? Weißt du, hey, die ausbremst. Nee, war ein Scherz. Tagwärts ist halt mal schön, ich muss ja halt nicht mehr aufpassen, dass ich beim Tag fahre. Aber ja, auch immer dran denken. Bitte links halten. Ja, mache ich, Mädel. Und wie gefällt's dir? Oh, bist du müde, oder? Ja, hinten ist ein Bett, da kannst du dich hinlegen. Ich komme dann später dazu. Dann können wir unsere Nachtruhe genießen. Nächstes Mal muss ich dann schauen, dass ich mit unserem eigenen Trailer mal fahre, vielleicht. Aber es ist halt auch langweilig, auf da mit dem eigenen Trailer zu fahren, aber trotzdem, es bringt halt mehr Geld auch. Als mit den gemieteten Trailer dann, oder von den Firmen die Trailers. Kommt dann auch immer darauf an, was halt dann auch in Frachtback drin ist, was interessant ist. Ich hab den nachgebracht. Oh, was ist denn das, Alter? Cadillac oder wie? Wow. Oh, shit. Das war mein Fehler. Voll abgedrängt. Mal lauter schauen. Oh, mein Fehler, sorry. Einkommen von der Zaneta 2000 Euro ist ja auch nicht schlecht. Stimmt, ich habe noch eine Fahrerin eingestellt gehabt. Nimm die Ausfahrt rechts. Ist doch cool, ne? Dass da auch wieder Kohle reinkommt. Demnächst rechts abbiegen. Yes, ma'am. Na, ja, hier war ich auch noch nicht. Sehr schön. Wollen wir ein bisschen wieder was abfahren. Ich glaube, da können wir raus. Sehr schön, das passt. Hinten haben wir Platz. Ist da unten ein Flughafen oder sowas, oder wie? Ja, schaut nach Flughafen oder sowas aus. Schade, dass wir das jetzt nicht bei Tag sehen. Aber naja. Da vorne geht's rüber. Okay, dann fahren wir gleich her.
Ah, jetzt aber schön der Sound, gell? Also mir gefällt er. 55, aber ich bin gespannt, ob wir es jetzt fahren können. Weil auf der Landstraße ist es nicht immer ganz so einfach. Da schon wieder Polizei. Uah. Schaust du, dass nicht den Polizisten zusammenfallen, weil er so blöd steht und dann haut der da vorne ein Spier ein. Das ist ja Wahnsinn. Über 30 Meilen haben wir noch. Das haben wir jetzt auch gleich geschafft. Da was, das ist aber gefährlich da mitten in der Kurve. Umspannwerk, okay. Wir müssen aber mit dem Tempomat runter, weil da werden wir ein bisschen zu langsam da vorne den Berg jetzt runter, wie es ausschaut. Uiuiui, brauchen wir das Getar da noch dazu. Ja, das ist ganz schön abgebremst da vorne. Wahrscheinlich hat er gemeint, dass er abbiegen muss und hat er festgestellt, doch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das dann irgendwann abbiegt. Der Sound vom Motor ist schon geil. Fällt mir. Ich hoffe, wir hören den auch so gut hören wie ich. Ja, es ist immer schwierig, die Einstellungen mit Sound, Mikrofon und der Musik zu finden, dass da alles passt. Boah, jetzt geht's aber bergauf wieder, hä? Der da vorne, der packt das noch nicht ganz. Ja, ich bin aber gespannt, ob jetzt irgendwann mal Tandem oder sowas reinkommt. Gut, hier in Amerika jetzt weniger, aber im ETS. Was jetzt hier demnächst jetzt noch kommt, alles. Ja, jetzt haben wir noch 2 Meilen, dann haben wir es eh geschafft. In Newport, der Biberstaat. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir uns das verfahren. Dann mal auch richtig abbiegen dann. Dürfen eh bloß 30 fahren. Rechts abbiegen, perfekt. Naja, tanken muss man auch noch die nächste Zeit mal. Lieber das, rechts darf man abbiegen, wenn keiner kommt an der roten Ampel. Grün, also von dem her. Bitte links halten. Links halten, okay. Ach, darüber müssen wir. Hier müssen wir her. Ist vorbei.
Oh, wieso ist es jetzt vorbei? Wo möchte er denn hin? Da hinten hin, okay. Ja, probieren wir es mal, oder? Auf alle Fälle schon mal den Warnblinker ein, da. Hey! Da unten eine möchte den rum. Ja, Respekt. Und mal gucken, dass wir den jetzt rüberbringen. Eigentlich ziemlich gut aus drüben. Oh, das schaut gut aus. Hier schaut es auch gut aus. Ah, das war zu weit. Nein, ich will jetzt keine Eingabe machen. Ja, das schaut doch gut aus. Habe ich doch noch nicht verlernt. Schauen wir mal, ob er mir das da gleich annimmt. Ah, perfekt. Das ist aufs erste Mal heute. Cool. Abkoppeln. Ergebnis anzeigen, fortfahren. Boah, das war jetzt geil. Ich bin jetzt, ja, jetzt bin ich selber erstaunt gerade. Wow. Aufs erste Mal reingekommen. Gut, jetzt steht, ja, ein bisschen schief bin ich. Gut, dann mal raus auf den Parkplatz. Kann man denn hier hin? Ah, ich dachte, sagen wir tanken jetzt noch schnell. Das nächste Mal, dass wir das nicht vergessen. Und haben wieder einiges an Kohle bekommen jetzt. Und da drüben können wir dann uns auch hinstellen auf die Tankstelle. Genau. Können wir uns dann in Ruhe hinstellen und die Nacht verbringen. Noch schnell den Tank voll machen. Genau. Ja, ich sehe, wie die Kilometer hochgehen, die ich jetzt wieder fahren kann. Kraftstofftank ist voll. Dann von der Zapfsäule weg. Ich würde sagen, ich stelle mich. Na. Da hinten hin. Darüber, da die Song. Kann dann auch immer reinfahren. Halt, Warnblinker. Ja, ja, ich bin gleich weg. Jo. Ich stelle mich jetzt hier lang. Genau. Und dann kann man trotzdem noch mit dem LKW reinfahren. Und der PKW kann dann hinten auch rausfahren.
Jo, dann sage ich wieder mit diesen Bildern ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr diese eine Fahrt heute wieder mit mir mitgemacht habt. Und ja, ich würde sagen, einen Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem wie ihr wollt, oder ein Abo wäre gern gesehen. Genau, ich sage ein recht herzliches Dankeschön, guten Abend, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, je nachdem wann ihr das wieder anschaut. Und ja, somit mit meinen sehen wir uns in meinen anderen Projekten. Euer Part 7575. Tschüss.